Willkommen, ihr Lieben, bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten und fast, ich zeige euch heute mal keinen Clankrieg. Heute mal kein Clankrieg, sondern ihr habt es ja im Bildchen gesehen, Tauschbörse ist wieder eröffnet. Und was meine ich da eigentlich mit? Ja, jetzt geht ja wieder die Liga in 2 Tagen los. Ich muss mal gerade schauen, 2 Tage und 10 Stunden und das große Gewühle geht wieder los. Die großen Tauschgeschäfte hier, wer geht eigentlich wohin? Und auch bei uns habe ich habe mir tatsächlich ein bisschen Gedanken gemacht um den Clan hier, weil ich gedacht habe, ich mache das Ding einfach mal, vielleicht mache ich ihn auch wieder mal dicht, keine Ahnung. Denn es ist auch ganz schön viel, und wenn vor allen Dingen ich dann auch noch wenig Zeit habe und wenig selber zum Spielen komme, dann auch noch den Clan hier so ein bisschen aufrecht zu erhalten mit Mauerbrecher-Fails, dann ist das nicht ganz so einfach. Und ich habe heute wirklich mit dem Gedanken gespielt, ich mache das Ding hier erstmal wieder zu. Warum auch immer. Ist es die Zeit? Ist es vielleicht die Liga, die ich dann auch selber wieder mitspiele? Auch da weiß ich noch nicht, mit welchen Accounts ich das überhaupt alles mache. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das bei euch haltet. Vielleicht kann man da ja was mitnehmen und kann dort vielleicht ähnlich agieren oder so. Also ich denke mal, unsere Neuner werden hier, wenn überhaupt, noch zum Zuge kommen. Ganz, ganz unten. Ich glaube, in der letzten Saison war schon so, dass die dann allerhöchstens unten so die letzten 3 Positionen belegt hatten. Und da konnte man ein bisschen durchtauschen. Oben, glaube ich, haben wir auch mal einen Elfer durchgetauscht, weil jemand nicht konnte. Und das ging dann gerade noch so. Aber ich denke mal, in der nächsten Saison wird das wieder ein bisschen schwieriger werden. Also weiß ich da noch nicht. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht. Und deswegen, ich muss da auch ein bisschen Ruhe für haben, das Ganze mal durchzuplanen, beziehungsweise überhaupt mal durchzugucken, welche Rathäuser haben wir denn eigentlich am Start. Haben wir einen 12er, haben wir einen 11er? Wie kommen wir überhaupt durch die CWL durch? Ich denke mal, wir würden es immer noch packen mit 11ern und 10er. Wir brauchen nicht unbedingt einen 12er da oben haben. 12er zum Spenden kriegen wir immer rein, das ist kein Thema. Aber ich glaube, wir brauchen keinen 12er oben, der dort mitkämpft. Wenn denn einer da ist, ist er da, das ist in Ordnung. Aber wenn er denn nicht da ist, dann ist das auch nicht so schlimm. Ich denke mal, mit diesen Accounts hier, ich habe hier noch einen einzigen Gift, den darf ich nicht verbrauchen, denn ihr seht das hier, meine Zauberschüssel ist im Ausbau. Hatte ich, glaube ich, ja auch gestern gesagt. Und mit dem, ihr seht das auch selber, ich komme ganz, ganz wenig zum Spielen. Ich bin froh, dass ich die Bobs hier zumindest immer mal noch ein bisschen auf Trab halte, weil irgendwann geht mir natürlich auch Gold und Elix aus. Und deswegen ist es sicherlich schwierig, das Ganze zu postieren. Ich habe einen Ausflug in die Crystal Liga gemacht. In die Crystal League, also die 250 Heims war hier ein. Meisterliga 1, beziehungsweise Meisterliga 3. 1000 Juwelen, ist schon nett, muss ich sagen. Und die klicke ich auch jeden Tag raus. Ab und zu gucke ich mir auch mal ein paar Bases an. Aber Toto, kannst du auch mal meinen Angriff im CK zeigen? Der war ja so gut. Eieiei, das nervt mich auch ein bisschen, muss ich sagen. Hab da wahrscheinlich heute Abend auch ein bisschen gemerkt. Nicht, dass ich abgenervt war, sondern dass wir hier mal wieder so ein bisschen aussortiert haben. Der eine oder andere muss ins Krankenhaus oder so, schafft dann seine Angriffe nicht, dann kann er auch gleich gehen. Dann soll er sich jetzt gar nicht grün stellen, wenn er sowieso schon weiß. Aber nichtsdestotrotz, also schreibt das ruhig rein, wie ihr das macht. Wir werden wahrscheinlich, wenn wir denn hier weitermachen, mit 11ern und 10ern hier kämpfen und vielleicht 1, 2, 9er. Wie gesagt, genau weiß ich es noch nicht. Und in den anderen Clans und in meinen anderen Accounts weiß ich es noch gar nicht. Ob ich da überhaupt irgendwo dran teilnehme, kann sein. Mit dem Donnerbengel wieder in Disable 2 und mit Alex dann vielleicht hier. Mit dem Avatar werde ich wahrscheinlich rausgehen. Den will ich einfach ein bisschen, vermutlich ein bisschen weiter, das wollte ich mir gar nicht rausholen, hier ein bisschen weiter leveln. Und von daher, ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich würde gerne mal, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte hier so einen Trank nehmen. Ich wollte den hier heute Abend noch mal so ein Stündchen boosten. Ich glaube, das ist ganz gut mit dem Neuner hier. Und mal sehen, Meisterliga, wie weit ist denn das eigentlich weg? Ich bin jetzt erst in Gold 1, okay. Meisterliga, das ist ja noch ein bisschen was, okay. Wie viel müssen wir da haben? 2599, okay. Mal sehen, ob wir uns die 1000 Gems hier reinholen. Und da machen wir in dem Fall noch einen zweiten Farmangriff. Ist heute so ein bisschen so eine Laberfolge, denn ich bin auch wieder extrem spät dran. Warum das so ist, sage ich euch gleich. Ihr Großstädter kennt das bestimmt, wenn man morgens losfährt, steht man im Stau, und wenn man abends auch wieder wegfährt, steht man wieder im Stau. Für uns, also für mich als Dörfler, ist das natürlich
Das ja Welten, also es gibt hier natürlich auch größere Autobahnen, auch die ich befahren muss, aber dass ich dann, das sind so die Tage, da kriegst du irgendwie die Krise. Ich musste heute Morgen erst in die Stadt, die es nicht gibt, da könnt ihr jetzt mal raten, welche das ist, und musste da was umbauen und bin danach dann erst in die eigentliche Geschäftsstelle gefahren. Das ist dann so Richtung Dortmund, aber nicht in Dortmund, sondern weit, weit aus davor, da wo Bertelsmann heimisch ist. Und musste dann irre Umwege fahren, weil die A2 den ganzen Tag irgendwie gesperrt war, auf beiden Richtungen in verschiedenen Abschnitten und weiß der Geier. Also war wirklich, es war gruselig. Und dann denkst du dir so einen ganzen Tag so, ja, musst du auch wieder nach Hause fahren. Also ganz, ganz spät gefahren, extra ganz spät gefahren. Oh, der ist nett. Den nehmen wir mal mit, aber wir können den ruhig verlieren. Oh, was habe ich denn jetzt am Start hier? Scheiße, nee. Das ist ja mal ganz bitter hier. Okay. Das ist ja nicht so optimal. Eigentlich ist es optimal. Ne? Ihr wisst ja, die Kobis sind ja eigentlich optimal. 110 Stück sind es aber nur. Das ist ein bisschen wenig. Da muss ein bisschen kleines Stück mal der Riese davor. Ja, aber wie gesagt, du hast dann so einen halben Tag immer schon im Gedanken. Bist du schon so ab Mittag so, ah, ich will ja irgendwann mal nach Hause fahren. Mal sehen, wie es so aussieht. Also Straßen-NRW aufgerufen. Oh, noch viel schlimmer. Noch viel schlimmer. 2 Stunden. Ja, super. Und dann machst du dir schon Gedanken über die ersten Ausfallstrecken. Wie kann ich denn eigentlich nur nach Hause fahren? Und so bin ich dann tatsächlich auch nach Hause gefahren. Es war extrem spät. Aber tatsächlich habe ich dann doch eine Strecke gefunden. Ich habe nur eine halbe Stunde länger gebraucht als sonst. Oder na, sagen wir mal knapp 40 Minuten länger als sonst. Und das ist schon, das war gar nicht schlecht. Es war kilometermäßig, war es gar nicht so blöd. Aber natürlich über die Dörfer geeiert. Und dann kommst du ja auch noch so spät an, dann geht es ja auch gleich weiter. Er hört ja auch nicht auf hier, also jetzt nicht mit der Arbeit, aber mit der Arbeit dann hier zu Hause. Ja, irgendwann, boah, dann, boah, ich will nicht sagen, es überkommt mich dann, aber es ist dann schon so ein bisschen, ah, ich nehm die hier mal mit rein. Ich glaube, wir kriegen noch ein Goldlagerchen hier. Rein. Okay, jetzt gehen sie rein. Und ich habe noch ein bisschen was dabei. Der King hier und die Queen, ah, die ist gut. Meine gute Zweier-Queen hier mal sehen. Gewinnen werden wir das Teil wohl nicht mehr. Nein, ich denke mal, das werden wir nicht mehr. Obwohl, wenn, na, die Queen geht da ein bisschen quer. Und ich glaube, die Bowler werden es auch nicht mehr bringen. Es sind zwar Max Bowler, aber ich glaube, das meiste haben wir jetzt gerade gekriegt. Also haben wir ganz gut gemacht, den Heil. Und wir gewinnen sogar 2 Sterne. Geilo. Sehr nice und da kommt wenigstens ein bisschen was zusammen. Bobs habe ich im Moment keine und ich spare im Moment auch nicht für die Queen zum Leveln, sondern oh, das kann ich ab. Das kann ich, ja, das hätte ich vorher schon aufgeben können, sondern ich sammle im Moment für die Hogrider. Ich glaube, das ist im Moment die beste Truppe. Ich habe das Labor immerhin fertig und ich glaube, die mache ich hier mit dem Account auch erstmal als erstes. Als erstes erstmal die Hogrider hoch, also 50.000 Dunkles. Das habe ich bald zusammen, 39. Ich glaube, ich habe auch noch ein bisschen vom letzten Klankrieg in der Truhe, ja, 9.000. Also da geht in jedem Fall was. Die 50 hier, die mache ich heute mit auf voll. Und dann haben wir wenigstens ein bisschen was in der Folge geschafft. Also ich hatte zwar gestern gesagt, die Bartstruppen gefallen mir nicht, aber ich habe hier ja mal welche bei. Tatsächlich. Aber das ist, glaube ich, auch meine kleine Army, mit der ich ab und zu mal was mache. Ja, darüber habe ich die Kobis. Die hier unten ist ganz gut, wenn man doch mal ein paar, ihr habt es ja gesehen, wenn man ein paar Pokale macht. Und den strecke ich aber nach da und den mache ich nach da. Auch hier brauchen wir einen Sprung. Da brauchen wir einen Sprung. Also nehmen wir eben noch einen weg hier, ein Heil braucht dann nicht so unbedingt. Und ja, kurzer Reck hier, das geht ja recht fix mit meinen Helden. Machen wir einfach weiter und quatschen noch ein bisschen rum. Okay, wir haben unsere Truppe wieder. Ich habe ein paar Riesen bekommen, bin jetzt schon in Kristall 3. Also nach Meister 3 ist dann noch ein kleiner Weg. Da müssen wir noch durch Kristall 2 durch Kristall 1 durch und dann noch nach Meister 3. Also ist noch ein bisschen. Moin, ich bin der Tobias aus Hamburg und bin 17 Jahre jung. Würde mich freuen, euren Clan beizutreten. Das ist immer mal eine Bewerbung, Leute. Also genauso geht es eigentlich. Nett und freundlich, aber ich meine, wer Zerstörer heißt, der zerstörte auch schon mal 110 Sterne erst gewonnen und. Ich denke mal, war aber sicherlich ein guter Achter hier, kann ich mir vorstellen und ist jetzt noch nicht so lange auf Rathaus 9. Kann ich eigentlich mit, eigentlich nehme ich so einen, würde ich, also ich würde ihn jetzt annehmen hier bei uns im Clan, warum auch nicht, denn ich denke mal, er ist noch nicht so lange Rathaus 9 und bekommt dann auch die Gegner.
noch nicht ganz so stark präsentiert, baut hier allerdings auch schon seinen X-Bogen aus. Klar, die sind jetzt stark geworden und ich würde sagen, wir nehmen den Tobias einfach mal an hier. Mitspielen wird er hier leider nicht in der, Liga. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Und da müssen halt die Neuner hier durch und die Achter und der Siebener, teilweise sogar die kleineren Zehner, ist halt so, kein extra machen. Wir müssen da irgendwie irgendwelche Wege finden und apropos Tauschbörse nochmal, komme ich nochmal zum Anfang hin. Oh, oh, bin heute Abend los. Alter, geil. Wow. Eieiei, was ist denn heute Abend hier los? Habe ich gute Lot, eine gute Loot-Stunde erwischt mal. Ist ja auch eher selten. Also so schnell, so netten Lot finde ich vor allen Dingen nicht, wenn ich aufnehme. Meistens ist dann nämlich Grütze. Wenn ich irgendwas mache und will so ein bisschen was reißen. Ich will euch ja auch zeigen, wie geil ich farmen kann. Nein, stimmt natürlich nicht. Ich denke mal, das kann jeder genauso gut. Da muss kein Toto uns das zeigen, wie er vergisst, seine Riesen aus der Clanburg zu vergessen. Ist, wie man das macht, wie man am besten Truppen vergisst. Ich denke mal, das wisst ihr genauso gut wie ich. Aber, oh, unser Heilzauber, der könnte hier nochmal... Ah, der kann hier nochmal ankommen. Okay, so, jetzt haben wir ein paar Bogis hier. Jetzt wäre natürlich schick, wenn die ganze Defensive hier ein bisschen abgelenkt wäre. Kommen wir da eigentlich dran? Ah ja, da kommen wir schon mal dran. Hier an das Lager kommen wir jetzt leider noch nicht. Schade auch, aber hier an das Lager kommen wir. Okay. Und aber gut mitgenommen. Ja, passt. Also, apropos Tauschbörse, schreibt mir das hier ruhig unter die Kommentare, wenn ihr sucht, wenn ihr einen Clan sucht, wenn ihr Spieler seid, der einen Clan sucht, macht das ruhig. Aber bitte alles in kleinen Buchstaben. Ah, nee, nicht in kleinen. Ihr könnt das ruhig runterpinnen. Ich gucke ab und zu mal heute rein in die, Kommentare und gebe die dann frei, weil die werden erst bei mir gesperrt, wenn die einen Hashtag haben. Wenn ihr die also ohne Hashtag schreibt, also ohne dieses Lattenkreuz, dann sind die sofort frei. Oder macht das bei mir auf dem Discord. Dort haben wir sogar einen... Ich glaube, wir haben da sogar einen Kanal, wo Clan, der heißt zwar Clan-Werbung, aber da können Clans werben, da können Spieler werben, da können Spieler für sich werben, da können Clans für Spieler werben und so weiter. Und wenn ihr noch nichts habt, 2,5 Tage habt ihr noch knapp Zeit, also wir letztendlich auch, ich letztendlich auch mit meinen Accounts hier und die will ich in jedem Fall nutzen hier. Also haben wir mal ein bisschen geschnackt heute über die Tauschbörse, denn sie ist eröffnet. Ob der Clan zumacht oder nicht, das müsste ich natürlich meinen Leuten dann auch rechtzeitig sagen. Nicht, dass ich jetzt 2 Stunden vorher vor der CWR dann komme und sage, ey Leute, ist nicht. Oh, ich habe aber noch was ganz vergessen. Habe ich ja versprochen, dass wir wenigstens ein bisschen was tun. Wir stoßen die Schweinereiter an. Fast hätte ich wieder das Wichtigste vergessen, Labor laufen lassen. So, die nächsten, oh, nur 6,5 Tage, dann habe ich die Jungs schon. Oh, ich könnte so... Ah, nee, ich spiele im Moment keine Clankriege mit dem, deswegen brauche ich dann auch kein Buch oder so nutzen. Also wie gesagt, nutzt die Tauschbörsen, guckt wieder rein und ich gucke in die Kommentare, falls noch jemand einen Hashtag versehentlich drin hat, dass ich die dann freigebe. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns am Donnerstag, Freitag natürlich wieder. Bis dahin, euer Toto. Rest.